Guten Tag, mein Name ist Nico Kutzner. Ich bin hier in der Spitaler Straße und hier befindet sich in Hamburg das Funkhaus von Radio Hamburg. Denn in diesem Video stelle ich euch den Radiosender Radio Hamburg vor. Radio Hamburg ist in Hamburg und Umgebung auf 103,6 vom Senderstandort Hamburg-Moorfleet und 104,0 vom Senderstandort Heinrich-Herbst-Turm zu empfangen. Für Neuwerk wird vom Senderstandort Otterndorf auf 88,5 gesendet. Außerdem ist Radio Hamburg auch über DAB Plus im Hamburg-Mux Kanal 11C mit einer Sendeleistung von 4 Kilowatt in und um Hamburg zu empfangen. Das Studio von Radio Hamburg befindet sich in der Spitaler Straße im dritten Stock im Semperhaus A. Als erster privater Radiosender in Hamburg ging Radio Hamburg am 31. Dezember 1986 auf Sendung. Früher befand sich das Studio im St. Petri-Haus am Speersort 10. Guten Tag, mein Name ist Nico Kutzner, ich begrüße Sie zum Interview. Nico, ja, danke schön, vielen Dank, freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Also ich heiße John Ment und ich mache hier die Morningshow seit 1989, ausschließlich also seit 30 Jahren. Ob ich vorher schon mal gearbeitet habe, weiß ich gar nicht mehr genau, weil das schon so lange her ist. Aber ich glaube, ich habe mal eine Ausbildung als Immobilienmakler erfolgreich abgebrochen und habe versucht, BWL zu studieren und bin aber relativ schnell dann beim Radio gelandet. Könnten Sie kurz etwas zu Ihrer Karriere erzählen und dann den Sender Radio Hamburg kurz mal vorstellen, etwas zur Geschichte? Ja, also ich bin mit dem Radio Hamburg Sender eng verschwurbelt, weil wir beide 1986 angefangen haben. Ich bin jetzt seit mittlerweile 33 Jahren hier, mache seit 30 Jahren die Morningshow. Die geht jeden Montag bis Freitag von 5 bis 10 zusammen mit den Kollegen Birgit Hahn und André Kunert. Wir haben wahnsinnig viele Hörer in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, sind gerade Marktführer wieder geworden, worauf wir sehr stolz sind und uns bei allen Hörern natürlich bedanken. Unsere Musik ist im Wesentlichen hitorientiert, also Popmusik, und macht hoffentlich ganz viel Spaß mit ganz vielen Ideen. Welche Themen werden behandelt? Die Themen, über die Hamburger reden, also das, was die Leute auch wirklich interessiert, gerade am Morgen, ist es natürlich wichtig zu gucken, was ist relevant. Das ist immer so das Zauberwort. Und dann die verschiedenen Meinungen abzubilden. Also aktuelle Themen, wie wir zum Beispiel haben, das Wetter natürlich immer. Aber wenn irgendwas die Stadt gerade beschäftigt, dann sind wir dran. Also auch Hamburg-Themen. Hauptsächlich Hamburg-Themen, ja. Also, weil was nützt den Hörern in Hamburg, wenn wir über Stuttgart reden oder über irgendwo anders? Also die Hamburger wollen schon abgeholt werden in ihrer Sendung, also nicht nur in der Morningshow, sondern auch im Rest des Programmes, das ja auch ganz, ganz stark ist. Ja, und insofern Hamburg ganz vorne die Eins. Und Musiktitel werden nicht wiederholt, oder doch? Musiktitel werden wiederholt, also die Titel, die sehr gut testen. Wir lassen jeden Song, den wir spielen, testen. Jeder Song, der ein sogenannter Best-Tester ist, also tatsächlich am besten testet, der beliebteste, der läuft alle 3 Stunden. Alle 3 Stunden. Das heißt, die Hörer möchten die Hits auch hören. Die möchten die Hits hören und sie möchten sie auch gerne oft hören und in der Regel nicht so oft warten. Natürlich, wenn man dann anfängt, die stündlich zu spielen, dann hat man sie sich irgendwann überhört und dann dreht sich das Ganze. Aber so ist es im Grunde, dass man sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lieblingshit habe von Robin Schulz, Speechless zum Beispiel mit Erica Cirola, sehr guter Tester, dann weiß ich, wenn ich den um 10 höre, höre ich den wahrscheinlich um 13 Uhr nochmal. Aber deutsche Titel höre ich gar nicht mehr. Nee, deutsche Titel spielen wir aktuell aus dem Grunde nicht, weil die Musik, die unsere Hörer hauptsächlich hören, also präferieren, am liebsten hören, die beißt sich mit deutscher Musik. Das heißt, die Leute, die gerne Dance hören, so diese Dance, Pop, Pop-Dance, die finden deutsche Musik nicht ganz so toll. Und wenn wir denen deutsche Musik anbieten, dann schalten die lieber weg. Und deswegen sagen wir, Finger weg, das machen wir nicht. Zum Schluss noch die Frage, über welche Verbreitungswege seid ihr zu empfangen? Über 103.6 UKW, wir sind natürlich auch über Apps zu empfangen, alle möglichen MyRadio-Apps, die es gibt. Wir haben auch eine eigene App natürlich, die Radio Hamburg-App kann man sich kostenlos runterladen. Und ansonsten alle möglichen Verbreitungswege und natürlich auch im Internet. Und DAB Plus ist ja genau weiter zu empfangen auch und sogar in bester Qualität. Ja. Weil das in Blöcken übertragen wird, in einem Multiplex. Ja, das ist sehr gut, da sind wir stolz drauf. Das macht natürlich unseren Sound auch gleich nochmal ein bisschen besser. Vielen Dank. Sehr gern, danke Ihnen. Dankeschön. Gerne.